Ja, guten Morgen, da wachen wir erstmal mit Mayonnaise auf dem Kopf auf, was natürlich sehr gut ist. Mal gucken, was das Wetter denn so sagt. Das Wetter sagt, wartet, ich hab's mir gar nicht so... Okay, ein bisschen Wind ist ganz okay und ja, heute ist das Glück nicht wirklich auf unserer Seite, aber wir können damit machen, was wir wollen. Oh, brauchen meine Hühnchenabonnenten. Hühnchenabonnenten, kommt her, ich liebe euch. Ich liebe euch alle. Oh Gott, Alter. Spackt da oben halt voll drin ab. Oh. Bitte dieses Gras nicht fressen. Das wächst noch, Kinder. Hühnchenabonnenten, hört auf. Dieses Gras wächst noch. Oh, die Eggplants sind fertig. Diese kleinen, verdammten Hühnchenabonnenten. Wartet. Upsala, jetzt habe ich viel zu viel mitgenommen. Ja. Was machen wir denn heute? Eigentlich nicht sonderlich viel. Boah, wahrscheinlich ein bisschen in die Minen gehen, aber wir müssen uns dann erst noch einen Grass-Starter holen, weil diese kleinen, verdammt süßen Hühnchenabonnenten einfach das Gras weggefressen haben. Ich weiß aber, wie ich es mache. Ich sperre hier erstmal ab und mache dann da oben ein bisschen was hin. Das sollte dann passen. So, jetzt tun wir aber erstmal, ja, ernten. Nachdem wir natürlich erst einmal den Brief gelesen haben. Liam, flipp nicht aus, aber ich habe dir etwas geschickt, wie mein super gesundes Essen zubereitet. Du fühlst dich danach sofort total wieder erholt und ich sehe dich bald, Emily. Oh, wir können den Salat selber machen, wenn wir eine Küche hätten. Unsere Küche. Unsere Küche. Ja. Erstmal wieder unser Zeug hier reinklatschen. Was haben wir denn hier alles wieder dabei? Ist natürlich viel zu viel. So, Saggy Newspaper. Haben wir geangelt gestern? Ich bin mir gar nicht sicher. Es wird ja so lange her. Ja. Gut zu wissen. Das wollte ich gar nicht zumachen. So, Gießkanne, 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 Gießkanne. Haben wir sogar einstecken. Gut. Ja, wie gesagt, wir gießen als allererstes. Dann muss ich meine kleinen Hühnchenabonnenten da oben rausjagen. Es tut mir leid, Hühnchenabonnenten, aber wenn ihr einfach so unseren Grass-Starter, den ich für 200 kaufe, einfach so aufesst, das ist nicht cool. Das ist nicht cool, das ist nicht schön. Ist die Woche schon wieder rum? Haben wir denn bei Mani endlich... Wir kriegen es nicht hin, bei Mani 2 Herzen zu bekommen. Und wir brauchen unbedingt diese 2 Herzen, damit wir endlich in ihr Schlafzimmer können. Okay, das klang falsch. Nein, nicht in das Schlafzimmer, sondern ich... Hört auf, hört auf. Nein, wir wollen natürlich nur die Shorts von unserem Bürgermeister, der wahrscheinlich mit dem Money was am Laufen hat, rausholen. Der alte Schlingel. Okay, so wie es aussieht, ist das nächste Silber fertig. Nee, doch nicht. Wow, danke Silber, verarsch mich. Geil. Bester Freund ever. Ey, ich hoffe, das klappt einfach mit diesen 5 verdammten goldenen Korns noch, ne? Wir haben einfach nur 3. Also wir kriegen irgendwie nur normales Korn raus. Gieß einfach 1. Das ist genau das, was ich möchte. Oh ja, ich merke schon, dass... Ja. Kaum eine Woche nicht gespielt, schon macht der Charakter wieder, was er will. Genauso wie die Hühnchenabonnenten. Böse Hühnchenabonnenten. Ja, wenn die heute Abend reingehen, pflanzen wir einfach das restliche Zeug dann. Oh, kein Wasser mehr. Uncool. Ja, ich bin mir, wie gesagt, gar nicht sicher, ob wir die Quality Crops hinbekommen. Wobei es mich eigentlich ein bisschen aufregt, wenn wir es nicht hinbekommen, aber versuchen werden wir es natürlich. Wir kriegen natürlich noch ein bisschen bis zum Sommer, bis zum Winter jetzt hin. Es sind ja noch genügend Tage, von daher sollte das eigentlich passen. Ja, erstmal wollte ich mich bedanken, ihr habt natürlich wieder super toll kommentiert und mitgeredet zu ganz vielen Sachen, die hier einfach im Let's Play passieren. Und ja, es zeigt mir einfach, dass ihr nicht einfach nur euch mein Let's Play jetzt reinzieht und ja, Hauptsache mal so, weißt du, draufgeklickt und gut ist schon, nee, sondern ihr schaut euch ja mein Let's Play wirklich an. Weil ihr hört zu, was ich sage, ihr antwortet drauf, ihr kommentiert drauf, was natürlich mir zeigt, dass mein Let's Play im Allgemeinen nicht scheiße ist, dass meine Art zu Let's Play nicht so beschissen ist. Vor allem, ich meine, bei Avinia, ich kenne sie ja privat von der Schule, da hatte ich mir am Anfang vielleicht so gedacht, okay, vielleicht ist sie wirklich nur, weil sie mich privat kennt, dass sie das mitguckt.
Aber ich meine, Water zum Beispiel kenne ich nicht privat. Und sie guckt es trotzdem und kommentiert trotzdem immer fleißig mit, was natürlich mir einfach zeigt, dass sie zum Beispiel ein Mensch ist, der mein Let's Play wegen mir guckt. Beziehungsweise natürlich auch wegen dem Spiel, aber halt auch wegen mir als Kommentator, weil ich kenne es ja selber. Wenn du so einen Kommentator hast, der einfach voll die Pfeife ist, da hast du einfach nach, keine Ahnung, zwei, drei Folgen keinen Bock mehr, den zu gucken und denkst dir einfach so: Gott, ey, du bist so ein Spast. Ja, und das passiert hier ja nicht, weil, wie gesagt, sie gucken ja trotzdem alles mit, was ich natürlich, wie gesagt, sehr, sehr toll finde, was mich auch sehr freut. Deswegen, da wollte ich mich einfach mal kurz bedanken. Man muss hin und wieder ja auch einfach mal Danke sagen. Und ja, das habe ich an dieser Stelle natürlich gemacht. Jetzt werden wir schauen, dass wir, ja, an einem schönen Samstag in die Minen gehen. Ja, in die Minen gehen. Wenn wir erstmal natürlich da noch den letzten Zipfel rauslutschen. Klang natürlich auch wieder dermaßen von falsch. Okay, wir haben keine Mail, das ist natürlich sehr schade, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Okay, was nehmen wir mit? Spaghetti nehmen wir natürlich für die Leute wieder mit. Den Earth Crystal können wir auch eigentlich auch einstecken lassen, weil wir bestimmt auch den einen oder anderen Earth Crystal wieder finden werden. Die Mayonnaise verkaufen wir jetzt eh, wenn wir in der Stadt sind und neuen Crass Starter holen, den unsere Hühnchen-Abonnenten einfach weggeschlabbert haben. Und ja. Nein. Ein paar Geschenke können wir natürlich. Warte. Ja, ein paar Geschenke können wir natürlich noch einstecken haben. Es ist natürlich für uns überhaupt kein Problem. Weil, wenn man so sieht, wir haben eigentlich sehr viel einstecken, was jetzt Wild Honey. Ja, das sind alles Sachen, die wir praktisch eh verkaufen können. Von daher. Nee, die Tomaten natürlich nicht. Warum Stress machen? Wir nehmen uns einfach kurz die Zeit und packen gewisse Sachen einfach auch weg. Ja, packen gewisse Sachen einfach auch weg. Pinecone. Oh, da können wir später wieder Pinecones pflanzen. Sehr schön. Was wollte ich denn da noch? Irgendwas war, was ich da noch reinpacken wollte. Die Seeds, genau. Und den Oak Resin legen wir da mal rein. Ja, und der Rest kommt und den Hammer. Der Rest wird verkauft. So, dann schnappen wir unsere Hotte Hü. Und ab geht die wilde Tour. Ja, Hotte Hü ist zu dick und kommt nicht. Okay, das mit dem Labyrinth ist noch ein bisschen kontraproduktiv, jedenfalls für unser kleines Hotte Hü. Oh, eine Haselnuss. Wobei, Fall Foraging haben wir ja sogar, glaube ich, auch wieder gemacht. Also von daher ist es noch nicht mal so weiter wild jetzt. Das passt eigentlich ganz gut. So, haben wir dann irgendeinen, der wieder Geburtstag hat? Nein, wir haben aber den Geburtstag verpasst. Aber Jody hat bald. Das Salmon. Oh, tut mir leid, Alter. Das Salmon haben wir, glaube ich, gar nicht. Aber wir können zwei Dinge tun. Das machen wir einfach mal. Ach komm, Alter, hör doch auf. Danke. Danke einfach. Leck mich doch. Alter, jetzt gib ihm. Ey. Alter Falter. So. Okay, Eggplants werden wir eh noch welche bekommen. Von daher ist jetzt nicht so schlimm. Den Honig verkaufen wir auch einmal. Hazelnut 135. Das ist auch ganz okay. Blueberry. Ja, kommt alles irgendwo. Und dann haben wir vor allem die Mayonnaise. So. Grass Starter. Böse, böse, böse Hühnchenabonnenten. Hört auf damit. Hört auf mit solchen schrecklichen, schrecklichen Dingen, okay? Ich meine, ich mache das ja nicht irgendwie aus Jux und Dollerei, sondern das ist ja für euch. Ich will natürlich da euch was ein bisschen hochzimmern, damit ihr da gemütlich futtern könnt und ihr kommt einfach auf die Idee und frisst das einfach wieder weg. Ich meine, was soll denn das? Wie seid ihr denn erzogen? Können wir da was runterschütteln? Nö. Haben sie nicht wieder gesagt, das wäre irgendwie so eine Zeit von bestimmten Bären, die wir wieder überall, Blackberries waren es, glaube ich, die wir wieder überall finden können, aber die wir einfach bisher keine gefunden haben. Außer ein oder zwei. Oh, ich sehe schon 3 Uhr. Ich glaube, das wird wieder relativ knapp mit den Minen. Wir haben auch irgendwas zu essen dabei. Ja, zur Not haben wir die Spaghetti und den Kuchen dabei.
Ja, gut, Alter. Ich habe halt einfach gedacht, ich steck dir das mal zu und guck mal, was passiert. Aber wenn du natürlich sagst, dass das sehr, sehr gut war, dann freut mich das. Dann freut mich das natürlich sehr. So, 75. Level 75. Ja, wir waren ja schon auf 80 und deswegen, hier werden wir wahrscheinlich jetzt auch gar nicht so viel mitnehmen, sondern einfach wieder nur durchrennen. Damit wir wieder auf die 80 kommen, ins Feuerlevel und dann hoffentlich endlich Gold finden. Eine Frozen Geode, sagen wir natürlich nicht nein dazu, ne? Und ich glaube, wir hätten heute unsere Ho abholen können. Das sollte ich morgen mal drüber... Also morgen... Das Problem ist, ich nehme jetzt einfach nur eine Folge schnell für den Samstag auf und dann am Sonntag wird wieder großes Stardew Valley Let's Play Tag sein. Und das Problem ist natürlich, ich werde es wahrscheinlich morgen wieder vergessen. Ich werde es morgen wahrscheinlich einfach wieder vergessen. Aber ist jetzt ja gut. Es gibt Schlimmeres. Haben wir einen Kaffee dabei? Stimmt, wir haben gesagt, wir wollen jetzt jeden Tag mindestens einen Kaffee trinken, weil du dann echt schnell unterwegs bist. Ja, seht ihr, das sind alles Dinge, die vergesse ich so fix. Nö. Hau ab, Alter. Was ist mit dir los? Nö. Piss dich, Skelett. Skeleton King. Ich musste gerade an Heroes of the Storm denken. Ich weiß nicht, ob es... Oh, da haben wir aber Glück. Heroes of the Storm denken, falls das irgendeiner von euch kennt. Auf jeden Fall, da gibt es auch so ein... Okay, ich will gar nicht wissen, was da hinten ist. Ist mir scheißegal, ich gehe runter. Auf jeden Fall gibt es da den Leoric. Und Leoric ist halt ein Charakter aus Diablo. Und besagter Charakter ist halt der Skelettkönig. Und das Lustige ist, wenn du den... Also im Deutschen labert der irgendeine Scheiße nur. Aber im Englischen sagt er halt immer, Hail to the Skeleton King. Ne? Und da musste ich gerade bei den Pennern halt dran denken. Und ein Kollege von mir, der hat mich heute auch random einfach mit irgendwelchen Sprüchen aus Heroes of the Storm zugeklatscht. Also per WhatsApp, weißt du, der Typ schreibt, ey, ich hab dir eine Sprachnachricht geschickt, das ist übelst wichtig, bitte guck mal unbedingt nach. Und ich hab auch wohl gedacht, was los ist. Hörst du mir an, beziehungsweise, ja, genau, hörst du mir an, ich guck's mir an und in dem Moment kommt halt irgendwelche brutal blöden Sprüche. Ey, es gibt einen Charakter, das ist Keltas Sonnenwanderer und der Typ hat halt auch übelst die Fähigkeiten und er ist halt einfach ein Blutelf. Das sind sehr, sehr dünne, meistens aufs Aussehen fixierte Elfen, so wie die meisten Elfen halt sind und auf jeden Fall gibt es da so ein, zwei Aussprüche in seiner Sprache, die er dann jedes Mal raushört, wenn er eine Fähigkeit castet. Und da gibt es einfach ein Video, da steht er vom Spiegel, also er hat einen Spiegel dabei, und steht vom Spiegel und übt seine Zaubersprüche. Und seine Zaubersprüche sind halt so, Fellow Misha, Fellow Melange, Fellow Melon, Fellow Misha. Und es kommt halt einfach übelst geil, weil dieser Typ ist einfach in diesem, also in seiner Lore schon, in seiner Geschichte dahinter, ist der Typ einfach schon übelst eingebildet. Und dann haben die das einfach noch so eingebaut und das ist halt einfach, ich will unbedingt an das Eisen ordnen. Und dann ist der Typ einfach der Hammer, in-game ist der Typ der Hammer. Er ist übel stark, er ist übelst hart unterwegs und dann einfach dieses Video, das hat einfach so gut gepasst, verdammt. Es hat einfach dermaßen gepasst. Okay, und ab jetzt heißt es vorsichtig sein. Ab jetzt heißt es vorsichtig sein. Jetzt sind wir nämlich wieder da angekommen, wo wir beim letzten Mal gewiped sind, aber ich sehe schon Gold. Reinstes, pures Gold. Ja, und auf jeden Fall, also, da müsst ihr euch vorstellen, ihr denkt an nichts Böses. Magna Geode, nice. Und chillt einfach und irgendein Kollege schreibt daran, ey, hör dir meine Voicemail an, es ist voll wichtig, es ist übelst dringend. Und dann kommt einfach so, Fellow Melange, Fellow Melon, Fellow Amisha. Und dann denkst du einfach so, bist du behindert, dein scheiß Ernst, ey? Okay, die Typen sind halt echt, die haben halt so kleine Steine auf dem Kopf, die sind echt nicht ohne. Ich meine, wir werden jetzt die Level wahrscheinlich eh nicht mehr durchpacken. Aber ich will unbedingt noch, vielleicht, ja, da ist noch ein Gold. Das holen wir uns noch. Diesmal schiele ich mit einem Auge, aber sowas von auf meine Lebensanzeige. Oh.
Oder wir machen es einfach so. Okay, fuck off. Nö, 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 nö. Ich will gar nicht wissen, was es macht. Okay, okay, scheiß drauf. Und leave the mine. Ich wollte eigentlich nur einen Goldbarren noch unbedingt heute mitnehmen. Nein, bist du bekloppt, alle? Hör doch mal auf. Hau doch nicht das Pferdchen, du Gestörter. Wie bist du denn unterwegs? Nee, ich wollte auf jeden Fall eigentlich nur schnell ein Gold noch mitnehmen. Also ein Goldbarren noch mitnehmen in dem Sinn. Und dann passt es eigentlich. Dann können wir da morgen wieder einen Sprinkler bauen. Können vielleicht die Tage auch irgendwo wieder einen Sprinkler anbringen. Müssen wir wieder weniger gießen. 8 Fälle, um genau zu sein. Dann passt es langsam. Langsam, aber sicher kriegen wir es doch eigentlich schön auf die Reihe. So, und abends gucken wir nochmal schnell in unsere Cave nach. Weil sonst wachsen da natürlich keine mehr nach. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir haben kurz vor 12. Ja, nee. Ich habe mir gedacht, wir pflanzen gerade noch ein paar Pines ein, aber das lassen wir im Wald. Pferdchen wird da abgestellt. Pferdchen wird da abgestellt. Haben wir hier Holz einstecken? Nein. Okay, das müssen wir nämlich noch machen, weil sonst klappt das nämlich wieder nicht. Ich weiß, dass ich keine Mails habe, das brauchst du nicht jedes Mal erzählen. Ich weiß, dass ich keine Freunde habe, Mann, hör doch auf. Oder so können wir es auch machen. So können wir es auch machen. So. Wir verteilen es, damit es auch schnell zusammenwächst. Nee. Ah, das war fuck, das war jetzt schwach. Ja, okay, jetzt. Tut mir leid, Hühnchen-Abonnenten. Diesmal war ich behindert. Diesmal war ich ein bisschen behindert. Hallo, bitte. Alter, hör doch auf. Okay, ich muss mit einem Auge mal draufschielen. Warum? Jetzt. Haben wir noch irgendwo? Nein. Okay, ich leg mich schlafen. Das war jetzt... Ah, das war jetzt Mist gewesen. Das hat jetzt... Ah, es tut mir leid. Naja. Haut rein. Bis morgen, meine Freunde. Wir sehen uns dann. Die wartet. Ist das... Was ist das? Was ist das und was macht es? Oh. Es macht unsere Kürbisse reif. Es macht einen unserer Kürbisse reif. Okay, cool. Cool. Was auch immer es ist. Ja, wir sehen es morgen. Ich muss natürlich. Ah, verdammt, Aufnahme. Aha.